Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Wir sind heute in geheimer Mission, also noch geheim, weil das Video kommt am Sonntag und das, was wir heute machen, kommt erst Dienstag und Donnerstag unterwegs. Und ich dachte mir, wo ich mit Philipp und Maxi sitzt hinten auch unterwegs bin, quatschen wir einfach mal ein bisschen. Wie geht's dir? Ja, mein Name ist Philipp. Ich bin wie immer der Fahrer. Und ja, wir sind mal wieder unterwegs. Früh auf dem Samstag. Ja, es ist jetzt 9.04 Uhr. Wir haben noch ein bisschen zu fahren, eine Stunde ungefähr. Was ist jetzt der nächste Schritt mit der Limo? Oder was sind die nächsten Schritte, die jetzt folgen werden? Ja, das Auto steht in Lübeck seit ein paar Wochen. Und seitdem jetzt mehr oder weniger, ich sag jetzt mal vorsichtig, die Luft raus ist, zieht sich das Ganze natürlich wieder ein bisschen länger mit dem Lackieren. Weil halt aktuell halt kein Ziel in Sicht ist. Ne? Ziel war ja immer mal Wörthersee oder PS-Test, beides fällt ja leider aus. Somit hat man jetzt zum Lackieren auf einmal ein bisschen mehr Zeit. Und ja, Chris hatte auch ein bisschen stressigere Zeit noch durch Corona und so weiter. Aber der ist da jetzt gerade final bei. Dann wird das Auto lackiert und dann wird es dann gut. Denkst du, dass noch irgendwelche Veranstaltungen dieses Jahr stattfinden? Größere? Also es geht jetzt ja so langsam los, dass Veranstaltungen bis 1000 Leute zulassen sind. Und mein großer Traum ist ja immer noch, dass die Ace Motor Show auf jeden Fall stattfindet. Ja, das wäre cool. Und wir werden auf jeden Fall in Hannover nochmal auf dem Messegelände ein Treffen machen, sobald es natürlich erlaubt ist. Aktuell bis 1000 Leute, die kriegen wir natürlich immer so locker schnell voll, dass das aktuell natürlich nicht möglich ist. Ja, das ist dann, hätte dann schon was von VIP-Status, wer darf kommen und wer nicht. Ja. So, ne? Das Ganze natürlich nicht machen. Klar. Fühlst du dich wohl bei uns im Team? Ja, ist ganz cool. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist unser neuer Kameramann. Schrägstrich Mädchen für alles, was Media angeht. Ja, genau. Hat zum Beispiel, die könnt ihr mal drauf gehen auf alusfashion.de. Ne? Ja, die alus-fashion.de. Ist komplett aus seiner Hand geschnitzt, natürlich mit den Gedankengängen von Philipp, aber ist echt cool geworden. Sowas macht er halt unter anderem bei uns. Ja, finde ich gut. Wie lange ist jetzt dabei? 6 Monate jetzt fast. Echt? Schon wieder so lang? Warte mal, Anfang, Mitte Januar. Weil doch Februar, ne? Kommt schon was hin. Also die Zeit vergeht schon wieder so schnell. Ja. Aber eingelebt in der Zeit. Ja, schon. Was war bis jetzt deine coolste Erfahrung mit der Firma? Oh, einiges tatsächlich. Das ist viel rumkommen, finde ich ganz cool. Ja, ne? Früh aufstehen, spät wiederkommen. Nichts läuft nach Plan. Nichts mehr Plan. Genau. Wie gesagt, ich finde es halt ganz cool, so viele Leute kennenzulernen. Macht einfach Spaß, umzukommen und so. Ja. Einfach mal nicht immer nur in Hannover zu sein, sondern ein bisschen mehr zu sehen. Worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist halt wirklich, wenn mal wieder sowas wie Limo oder Lambo dann im Endeffekt fahren wird. Ja. Weil das ist ein absolutes Highlight für mich. Mal mitfahren, mal Leistung spüren. Ja, richtig. Sonst immer nur im Golf. Das ist, was ist das Leistungsstärkste, was du bis jetzt mitgefahren bist oder selber gefahren bist? Mitgefahren waren eigentlich serienmäßiger GTR, also 550 PS Modell und selbst gefahren, muss ich überlegen, aber ich glaube M3, 420 PS, der E92 Sauna damals. Ja, das sind auf jeden Fall Welten. Ne? Ja, deshalb glaube ich, ich weiß gar nicht, was ist das Stärkste, womit ich mal mitgefahren bin, oder? Bennys R8. Stimmt, Bennys. Naja, ja doch, ja klar, doch, Bennys R8. Der war gestern übrigens auch Prüfstand. Und? 1092 PS. Krass. Also hatte ich ganz gut geschätzt mit den 1100 so. Ja. Denn ich... Dass das Problem ist bei dem Auto, also ich vergleiche das immer gerne mit dem X-Bow. Du hast halt bei dem X-Bow hast du keine Helferlein und kein gar nichts. Und wie viel hat der? Ich sag jetzt mal 300. 300, aber dadurch, dass halt nichts hilft, ist das ein richtiges Go-Kart-Feeling. Und wenn du dich bei Benny in den R8 setzt und er Gas gibt, klar ist das von der Beschleunigung schon her brutal, aber du hast halt keine Angst oder so, ne? weil er halt sicher fährt, alle Hilfskomponenten und so weiter. Das Fahrzeug ist schön gedämmt, sodass du das gar nicht so wahrnimmst, sag ich mal. Was ist das stärkste Auto, womit du mal gefahren bist? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also, das krasseste Erlebnis war auf jeden Fall, da bin ich mal mit Dima
Daytona damals in seinem GTR mitgefahren. Das waren damals so, ich sag jetzt mal so 1600 PS ungefähr. Da war allerdings das Unangenehme, das war das erste Mal, dass ich in einem Auto mitgefahren bin, mit Vollslicks halt. Mhm. Ja, und wenn du so ein Auto mit Vollslicks auf Viertelmeile hast, das fängt dann bei so bei 180 oder so, fängt das an, wie, also wie auf Schmierseife zu fahren, gefühlt. Also gefühlt ist der Fahrer die ganze Zeit am Lenken, das Auto macht aber nichts. Mhm. Sondern fährt eigentlich geradeaus. Warum, weil das so weich wird? Ja, weil die Reifen so weich sind. Die haben eine ganz weiche Flanke, also die haben keine Karkasse da drin, damit die richtig Traktion bekommen. Mhm. Und die fangen halt an, irgendwann so ein bisschen, ja, wie so ein bisschen, wie so ein Boot, sag ich jetzt mal. Und das war dann schon so alt, dass ich als Beifahrer dann auch bei 2,50 gesagt habe, so reicht. Ja, glaube ich. Womit ich gerne mal mitfahren würde, selber fahren natürlich nicht, wäre gerne mal bei Paul. Mhm. Das ist einfach nur mal dieses Feeling haben von diesen Kräften, die da auf dich wirken, ja, diese Maschine losgeht. Das ist schon, krass. Da, wo wir jetzt hinfahren, da waren wir gestern auch schon und da habe ich ein Auto von Volkswagen Motorsport gesehen, so kann man das sagen. Mit so einem TCR, ich blende mal hier ein Bild ein. So ein ganz dezentes Auto. So ein ganz dezentes Auto und viele Leute denken wahrscheinlich, Alter, bist du bekloppt? Ja, das stimmt, weil ich will, glaube ich, echt sowas haben. Es ist schwierig, da ranzukommen. Werk 2 zum Beispiel hat da ja jetzt vor kurzem so ein Auto gebaut. Ich glaube aber, das war ein Vor-Facelift. Weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau. Aber das ist schon echt cool. Mich würde mal interessieren, was ihr so dazu sagt. Ich meine, rein theoretisch muss man ehrlich sagen, ohne dass ich das böse meine, ich baue das Auto ja nicht für euch, sondern für mich. Ne? Und im Endeffekt muss es ja mir gefallen. Deswegen mache ich das halt immer so, wie ich es geil finde. Auch wenn ich das Ganze mit YouTube begleite. Aber ich würde trotzdem mal interessieren, was so die Mehrheit von euch darüber denkt. Jetzt muss man dazu sagen, das Ding wird dann ja trotzdem weiterhin im Alltag bewegt, weil wenn ich das machen sollte, dann natürlich nur mit voller Zulassung. Den Spoiler, den ich jetzt hier nochmal einblende, der ist natürlich dann in abgewandelter Form auch eintragbar. Das ist schon echt krass. Ich weiß gar nicht, wie viel das Ding breiter ist, aber ich glaube so 12 cm pro Seite. Pro Seite 12 cm. Bei mir ist jetzt 3 cm pro Seite und der wirkt ja schon extrem bullig. Aber das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Das Einzige, was ich mir schwierig vorstelle dabei ist, wenn du zum Beispiel am Bordstein parken musst. Naja. Ich habe keine Garage oder so und damit das Ding in der Garage geht dann auch nicht mehr. Theoretisch müssen die Spiegel so weit weiter nach außen versetzt sein, dass du halt die Außenkante wieder siehst. Ne? Aber das sieht ja auch doof aus. Ne, die Spiegel sind schon dann an der Original. An der gleichen Stelle. An der gleichen Stelle, genau. Willst du irgendetwas, einen kleinen Tipp für die Zuschauer? Ich meine, das gucken ja natürlich nicht so viele wie bei dir. Einen kleinen Tipp geben, was wir heute eventuell machen? Wir sind auf der Rennstrecke. Es wird wirklich heftig. Hoffentlich. Ich freue mich. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich freue mich, den Kies dann aus dem Dach zu holen. Nee, es wird auf jeden Fall, also ob es heftig wird, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall witzig. Nur so rum's. Also ich glaube, wenn ich Beifahrer wäre, wäre es heftig, weil die Strecke ist schon krass. Mhm. Ist schon krass. Gut, ich habe anspruchsvoll. Ich habe keinen großen Vergleich, höchstens mal auf der Playsee oder so. War ich schon mal auf einer Rennstrecke? Wir waren da, wo wir Race 1000 fahren. Hm. Wie heißt die? Hm. Du meinst Neu-Hardenberg? Nee, Lausitzring. Lausitzring, genau. Ja. Die kenne ich, die hat ja so eine Steilkurve, ne? Hm. Hinten in der Ecke. Das ist schon ja, eher langweilig, ne? Hm. Schon so ein bisschen fürs geradeaus. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja mehr nur geradeaus. Wenn dann eher immer, also den Teil vom Lausitzring, wo auch die L8 halt immer drauf ist, ne? Das ist ja schon eine richtige Rennstrecke. Mhm. Bin auch mal gespannt, weil ich weiß ja, wie es dann am Lausitzring ist. Wenn da die Autos fahren, ich bin mal gespannt von der Kulisse gleich, die uns erwarten wird, wenn dann da doch ein paar Autos auf der Rennstrecke sein werden, wie laut das ist. Ja, vor allem, da sind ja auch einige richtige Bolidenbeine. Mhm. Die werden schon gut Krach machen. Was ist dein Ziel oder was würdest du gerne dieses Jahr noch erreicht haben? Irgendwas, was du dir selbst so persönlich gesetzt hast im YouTube-Business, im Flotten? Also da hätte ich mir ehrlich gesagt gar keine Ziele gesetzt. Für mich ist halt einfach nur Ziel, definitiv halt Limo und Lambo so weit zu haben. Mhm.
dass die beiden Projekte zumindest wieder vollwertige Autos endlich sind, auf eigenen Rädern stehen und nach Möglichkeit natürlich auch fahren. Ne? Das ist so definitiv mein größtes Ziel. Was ich immer so krass finde, ich lese das ja in den Kommentaren, dass viele Leute bis jetzt immer noch nicht wissen, dass wir ja YouTube eigentlich nur machen, also so ist das auf deinem Kanal, weil du bist ja eh mit Marius 24/7 gefühlt am Schrauben und wir das ja eigentlich nur mit der Kamera begleiten. Und dann auf Wunsch von der Community entstehen dann auch mal andere Videos, die eigentlich nicht so mit dem Alltag zu tun hat. Aber wenn der Marius Golf an der Limo, Lambo oder so geschraubt wird, dann ist das ja schon eigentlich ein Alltag. Ja. Da vorne gibt es ein Foto. Daraus ist das Ganze ja auch ursprünglich mal entstanden, dass wir einfach gesagt haben, die Sachen, die wir eh schrauben und eh umbauen und so weiter, dass wir die halt passend verfilmen. Wie lange machen wir das jetzt zusammen? Knapp 2 Jahre. Das waren wirklich brutale 2 Jahre, muss ich sagen. Jetzt in der letzten Zeit, auch Corona verschuldet, ist natürlich ein bisschen ruhiger geworden. Ne? Ich schneide zum Beispiel mittlerweile von zu Hause, was ich sehr angenehm finde, weil du stehst morgens auf, ich trinke meinen Shake, setze mich mit Boxershorts an den Rechner und fange an zu arbeiten. Aber das war halt auch mal komplett anders. Ne? Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo wir zum Beispiel für Grip gedreht haben. Da sind wir 16 Stunden unterwegs gewesen. Wir waren schon regelmäßig, tagtäglich immer viel unterwegs. Ne? Ja. Also 16 Stunden, dann, ich habe zu der Zeit noch in Walswode gewohnt, bin ich einmal kurz nach Hause, wieder zurück und dann haben wir noch mal mit Timo 24 Stunden hinterhergehangen. Ja. Waren dann noch mal wieder unterwegs. Das war... Nee, also so 70.000 Kilometer machen wir schon ohne Probleme mehr. Ja. Weil dann kommt ja auch immer noch dazu, dann fahre ich ja immer noch auf die ganzen Events und so weiter. Ja. Ja. Da ist schon viel on Tour. Der Bus hat mittlerweile fast 250.000. Ja. Ja, aber er hat ein neues Fahrwerk. Das merkt man auch direkt. Was ist jetzt, was hier drin? Selim wollte mir, also die alten Stoßdämpfer waren dann ausgelutscht jetzt bei 250. Und ich habe die ganze Zeit zu Selim H&R gesagt, ich brauche ein Fahrwerk, was ich genauso randvoll beladen kann, Anhänger hinterhängen kann und so weiter. Deswegen kam dann leider kein Gewindefahrwerk oder irgendwas in der Richtung in Frage, sondern wir haben die Originalfedern gelassen und haben nur Stoßdämpfer und Stabis getauscht. So, das heißt, er hat jetzt die gleiche Höhe wie vorher, ist nur ein bisschen straffer, sportlicher, was man bei so einem Riesenbus schon merkt, gerade heute so, wo es windig ist mit der Angriffsfläche von der Seite, die so ein Bus immer hat, fährt das Ding schon schön raus. Aber hätte man, also die Federn sind jetzt alt, das heißt, wurden die schon einmal zwischenzeitlich getauscht? Nee, die sind 250.000 Kilometer alt. Aber normalerweise verschleißt du eine Feder nicht. Okay. Die kann irgendwann anfangen zu rosten und dann brechen sie irgendwann. Aber das ist eher so 80er, 90er Jahre. Und dann wird es halt an der Stelle abgesägt und weitergefahren. Fichte und Flex, wie früher. Nee, wir wollten, wie gesagt, dass das Auto in jedem Lastzustand vernünftig funktioniert und nicht irgendwie jetzt, ne? Weil ja, dafür ist einfach der Alltag dann doch zu stressig und man hat zu wenig Zeit, dass man dann da leider sich auch noch überall immer einschränkt mit so einem tiefen Fahrwerk, dann fährt es nicht, dann schleift es. Ja, gerade im Hängerbetrieb, Motoren durch die Gegend schleppen und so weiter. Guck mal, wie oft hole ich irgendwas ab und lasse das 2, 3, 5 Tage hier im Kofferraum hinten. Ja. Nee, da ist so ein, ich sag jetzt mal, so ein tiefes Fahrwerk ist ja nichts für. Wobei die Busse mit den tiefen Fahrwerken echt cool aussehen. Es sieht übelst cool aus. Ich bin ja, ich habe ja auch ein neues Fahrwerk drin. Das Video dazu habt ihr noch gar nicht gesehen, aber da ist ein H&R Trackday ist da drin. An die Höhe, weil das ist halt ein Rennstreckenfahrwerk und du fährst auf der Rennstrecke nicht tief, muss ich mich schon erstmal gewöhnen, da ich, wie ihr wisst, ja eigentlich eher aus der Show and Shine Liga komme, wo das Auto nicht mehr fahrbar und tief ist und sich das Auto jetzt immer mehr in den Rennsport, sage ich jetzt mal für meine Verhältnisse, entwickelt. Ich musste mich dran gewöhnen an die Höhe, wobei das werde ich wahrscheinlich nie. Aber es ist schon ein brutal anderes Fahren, ne? Was ich jetzt für Kurven nehmen kann. Und man muss halt auch dazu sagen, das Auto war vorher natürlich auch extrem tief. Ne? Ja. War jetzt ja nicht so, dass das vorher so eine normale Höhe hatte, sondern war halt schon flach, ne? Ja, mit den breiten Gurthügeln. Ja, stimmt. Ja, die werden ja hoffentlich bald noch breiter. Wobei ich dann auf 18 Zoll gehen würde.
Und am coolsten muss ich mal gucken, ob es, ich war ja die Levella RZ2 8,5x20. Wenn es die in, was fährt man dann da, eine 9? Nee, viel breiter. Also wenn das Ding pro Seite 12 cm breiter ist, ne? 12 cm sind 5 Zoll, knappe 5 Zoll. Das heißt, eigentlich muss deine Felge 5 Zoll breiter sein. Das heißt, wenn du jetzt einen 9er fährst, musst du eine 14er fahren. Also gibt es. So Porsche Hinterachse ist ganz oft so 13x18. Also gibt es so kranke Größen. Krass. Oder siehe die Rotiform JP hinten auf den GTR gerade gesteckt hatte, die waren glaube ich auch 13x20 oder 14x20. Irgendwie sowas krankes auch. Die waren ja auch so richtig, richtig breit. Ja, krass. Bei 18 wird glaube ich ein Tucken zu klein sein. Guck mal, bei JP auf dem Super Golf ist es glaube ich 19 und das ist schon eine passende Größe. Mit so einem dickeren Reifen und so, ne? Ja, ich weiß das nur, dass halt in der TCR fahren die halt mit 18 Zoll. Ne? Ja, die fahren 18, okay. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so von mir aus gesagt 18, weil das sieht da in der Kombo mit dem Breitbau sieht das schon relativ cool aus. Mhm. Kennst du so ein Auto, ja? Ne? So, weißt du, wovon ich rede? Ich habe das Bild immer genau im Kopf, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was das für ein Teil hat. Okay, zeige ich dir ja gleich mal. Also, du wirst es gleich. Wird ja gleich ein, wurde ja schon eingeblendet. Du wirst es gleich auch noch live sehen. Es ist wirklich brutal. Ich hoffe ja, dass das wäre so geil. Das Video würdet ihr dann natürlich erst am Donnerstag oder nächste Woche Sonntag sehen. Wenn ich in so einem Golf mal mitfahren könnte, einfach mal ja, das fühlen. Da stehen ja auch Porsche und sowas, aber muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich gar nicht so. Ich finde das brutal mit dem Golf, ehrlich. Ich sehe jetzt schon die Flex-Ansätze in einem Seitenteil. Ja, das ist natürlich der Nachteil. Ne? Da werden wahrscheinlich, habe ich ja schon gesagt, viele mich für bekloppt halten. Der Wagen ist jetzt 2,5, so knapp 3 Jahre alt. Irgendwo tut es schon weh, aber du, es ist mein Auto, also scheiß drauf. Ja, ich kenne das ja. Also das ist so von... Man will halt schon, es gibt ja immer zwei Arten von Leuten. Es gibt immer die Leute, die den Auto ein Jahr lang fahren, den Reiz verlieren und bevor sie es dann nochmal radikal umbauen, verkaufen. Ja, ja. So, oder man baut halt immer weiter an so einem Auto um. Ne? Ja. Haben ja auch viele nicht verstanden, warum dann von GTE auf die GTE auf Benzin umbauen wäre natürlich auch was. Den GTD auf die R-Technik umbauen. Ne? Mhm. Ja, weil ich möchte den Wagen einfach nicht hergeben. So, ne? Ich kann es dir noch nicht mal zu 100% erklären, aber ich habe den Wagen halt damals neu geholt. Der ist genauso, wie ich ihn haben will. Und mittlerweile, also der Geschmack ändert sich ja immer mehr. Oder zum Beispiel bei dem Diesel, als ich mich für den Diesel entschieden habe, habe ich mit dem Verstand entschieden, weil ich zu der Zeit noch 3000 Kilometer gefahren bin. Im Monat, jetzt fahre ich manchmal gar nicht. Das gab es früher gar nicht, dass ich das Auto überhaupt nicht bewegt habe. Und wenn ich in eine Firma fahre, ja, dann habe ich 12 Kilometer eine Strecke. Da brauche ich keinen Diesel mehr. Ne? So entwickelt sich dann halt auch das mit dem Geschmack zum Beispiel, dass ich jetzt ganz gerne das mit diesem TCR Breitbau haben wollen würde. Das entwickelt sich halt mit der Zeit, aber ich möchte dafür das Auto nicht tauschen müssen. Ja, klar. So. Ja, meinen Segen hast du, ich habe dafür ein Zwischenfühl. Ist natürlich Segen dazu, oder Säge? Beides. Man muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, mit dem Breitbau, das wird wirklich, also unauffällig geht dann halt gar nicht mehr, ne? Nee. Das ist dann wirklich... Und Polizeikontrolle ist vollkommen problematisch. Weil das ist ja auch nicht so ein bisschen wie so diese Breitbau-Kits, die man so kennt, ne? Sondern es ist halt wirklich so ein Kasten dran sitzen, ne? Ja. Das ist, wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare und ich beende das Video jetzt auch einfach mal hiermit. Mich würde das wirklich mal interessieren, wie so eure Meinung darüber ist. Ich habe, wie gesagt, bei Berg 2 unten in die Kommentare auch mal so ein bisschen gelesen und da haben die Leute das echt gefeiert. Danke fürs Gespräch. Und Daumen drücken, dass alles gut geht heute, damit es Dienstag und Donnerstag gute Videos gibt. Es wird Dienstag sowieso ein Video geben. Aber ob es, und Donnerstag eigentlich auch, egal was, ja, heute, egal was heute passiert, es wird ein Video geben. Die Frage ist nur, wie geht's aus? Genau. Wie ist das Ende? Wie ist das Thumbnail? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.